Liebe Freunde, das Jahr 2021 geht zu Ende. Es war nicht immer ein gutes Jahr, aber auf der anderen Seite war es ein großartiges Jahr. Es war großartig, weil es das Jahr war, in dem wir in der Lage waren, uns wie nie zuvor zu vereinen und das zu tun, was für immer in die Geschichte eingehen wird. Es ist wirklich die erste unabhängige Vereinigung von Millionen Menschen, die sich aus freiem Willen für die Zukunft der gesamten Menschheit einsetzten. Dieses Jahr, 2021, wird in unseren Herzen bleiben. Egal wie schwierig es war, trotz aller Entbehrungen und Verluste, trotz der Klimaprobleme, der Verschlechterung der ökologischen Situation und vieler anderer Probleme des konsumistischen Formats, wird dieses Jahr uns allen als das Anfangsjahr einer wirklich ernsthaften Vereinigung der Menschen in Erinnerung bleiben. Vielen Dank, liebe Freunde. Danke, dass ihr diesen Schritt gewagt habt. Es ist eine große Freude zu sehen, wie sich die Welt verändert, und sie verändert sich dank euch. Wir haben also noch eine Menge Arbeit vor uns. Und ich hoffe, dass wir noch viel glücklichere Jahre vor uns haben. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam alles schaffen können. Deshalb danke ich euch, liebe Freunde, sehr. Danke, dass es euch gibt. Das neue Jahr ist in der Tat ein Fest der gesamten Menschheit. Und ich möchte sagen, dass es eine Gelegenheit ist, die Bilanz zu ziehen und zukünftige Ziele zu definieren. Im Jahr 2021 habt ihr, liebe Freunde, viel Arbeit beim Aufbau der kreativen Gesellschaft geleistet. Daher wünschen wir euch für das neue Jahr 2022 noch mehr Kraft und Begeisterung, um die Welt aufzubauen, in der jeder von euch leben möchte. Eine Welt, in der das menschliche Leben den höchsten Wert hat, in der Liebe und Respekt der Maßstab für den Umgang miteinander sein werden. Ich wünsche euch Frieden, Freude und Glück. Danke, dass ihr aus tiefstem Herzen im Interesse der Wahrheit und der gesamten Menschheit handelt. Vielen Dank für eure Barmherzigkeit und Fürsorge für die Menschen. Und es ist eine große Freude zu sehen, wie eine Welle der Vereinigung, Freundschaft und Offenheit um die Welt geht und mehr Licht in diese Welt kommt. Wir wünschen allen, in der kreativen Gesellschaft zu leben, einer Gesellschaft des Friedens, der Güte und des Wohlstands. Und jedem von euch wünschen wir, in Liebe zu erblühen. Frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr, Freunde!